Heute wird ein aufregender Tag für mich. Ich bin in Guatemala und besuche mein Patenkind Soleila. Als Gastgeschenke kaufe ich Mehl, Mais, Reis, Milch, Klopapier und anderes für den täglichen Bedarf. Außerdem einige Bälle und Spielsachen. Von Salamá aus, der Hauptstadt der Region Baja Verapaz, fahren wir stundenlang in das Bergdorf, wo Soleila mit ihrer Familie lebt. Der Weg ist sehr beschwerlich, teilweise auch gefährlich, vor allem, wenn die unbefestigten Straßen durch Regen völlig schlammig geworden sind. Ich bin gespannt auf unsere erste Begegnung und neugierig darauf, zu sehen, wie sie lebt. Herzlich werde ich begrüßt und in das extra für mich geschmückte Haus geführt. Soleila und ich sind beide nervös. Jetzt werde ich ihre gesamte Familie kennenlernen. Am Eingang hängt extra ein Schild für mich. Herzlich willkommen in meinem Haus, Patin Marion. So, I'm Marion. Du? Manuel. Manuel? Okay. Manuel Elias. Okay. Ich habe Ihnen einiges aus Berlin mitgebracht, aus meiner Heimat. Und natürlich Spielsachen für Sie und Ihre Geschwister. Sie? Außerdem eine Solarlampe aus dem Planshop, die sie hier sicher gut gebrauchen kann. Hier gibt es nämlich keine Straßenlaternen. Ach, und ich darf mich auch über ein Geschenk freuen. And your brothers? Die Planmitarbeiter stehen in regen Kontakt mit Soleila und ihrer Familie und besprechen mit ihr auch ihre weiteren Ausbildungsmöglichkeiten. Sie übersetzen für mich und erklären mir auch, dass in dem einzigen Zimmer des Hauses alle neuen Familienmitglieder schlafen. Von der Urgroßmutter bis zum neugeborenen Baby. Mir wird Whiskill angeboten, ein Gemüse, das sie selbst anbauen. Sie haben auch einige wenige Tiere. Soleila muss sich um die Fütterung der Hühner und Gänse kümmern. Mir wird gezeigt, wie Mais geschrotet wird. Mann, ist das anstrengend. Okay. Yes. Okay, you get really muscles here. In der Küche, die direkt neben dem Wohnraum liegt, zeigen sie mir die wunderbaren Speisen, die sie extra für uns zubereitet haben. Ein ganz besonderes Festmahl. Denn in keinem anderen lateinamerikanischen Land leiden so viele, vor allem Kinder, an Fehl- oder Unterernährung. Fast die Hälfte aller unter Fünfjährigen sind davon betroffen. Sehr gut. Diese wunderbare Tasche habe ich von Soleila bekommen und habe mich sehr gefreut darüber. Jetzt geht's nur einen Kilometer weiter zur Eröffnung der weiterführenden Schule. Ein Projekt, das auch von Plan unterstützt wurde. Es werden viele Reden geschwungen und das gesamte Dorf ist auf den Beinen, um zu feiern. Vor allem in den Bergen leben große Teile der indigenen Bevölkerung. Bildung ist auch für sie das magische Wort, um ihre Lebensumstände zu verbessern. Durch diesen Neubau haben nun auch die Kinder aus der Region, vor allem auch die Mädchen, die Chance, die weiterführende Schule zu besuchen. Der Schulweg vorher war für sie nämlich viel zu lang und dadurch sehr gefährlich. In unserem Beisein eröffnet der Bürgermeister feierlich die Schule. Uns werden noch verschiedene landwirtschaftliche Projekte vorgestellt, die die Ernährungssituation der Menschen vor Ort verbessern soll. Außerdem bekomme ich zum Abschluss noch eine guatemaltekische Tracht geschenkt. Das war wirklich ein aufregender und beeindruckender Tag bei meinem 12-jährigen Patenkind Soleila und ihrer Familie in Guatemala.